Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben jetzt gerade das Portal hier oben gemacht und jetzt müssen wir weiterlaufen nach links unten. Und ja, der Schaden ist sehr gestiegen. Wir haben endlich auch Summons Briggen. Es dauert halt einfach Ewigkeiten, aber jetzt haben wir es. Jetzt sind wir, glaube ich, im vierten Akt, soweit ich weiß. Und ja, der fünfte bis sechste Akt wird wahrscheinlich im Kindesspiel. Oh, ist leider nicht so gut. Verkaufen, die geben recht viel Geld. Also einfach Unique-Items mitnehmen und verkaufen. Weil das braucht ihr dann für Stash-Tabs und also Lagertruhen-Erweiterungen. Und zum Craften glaube ich auch recht viel. Also immer mitnehmen. Und hier sind wir eigentlich fertig. Ich glaube, da müssen wir nur drei skillen. Drei und sechs. Drei, zwei, vier und eins, eins. Das drei, vier. Drei, zwei, vier. Okay. Drei, zwei, vier. Ja, Glitchchance hilft natürlich auch schön. Minions, also Tokens. Aber Glitchchance ist in dem Spiel schon sehr, sehr selten. Also, SFX sind ja meistens 40, 30, 40%. Und hier muss man schon sehr viele Items und so tragen, damit man etwa 20 oder so kommt. Jetzt nicht gerade so mächtig wie Tesla. Da gibt es ja manche Builds, die einfach so mega viel Crit haben, dass sie einfach mega stark werden. Ja, Damage, immer mehr Damage springen. Tja. Also eben die Ranken, die sterben eigentlich gar nie. Die bekommen kaum Schaden über von AI-Angriffen oder so. Nahkampf werden sie eigentlich nie gefokust. Das war eigentlich sehr, sehr stark. Vor allem die Totens werden halt angegriffen. Die haben halt auch sehr zäh. Das freut sich schon sehr. Beim Schaman müsste ich eigentlich gar nicht so viel skillen. Ich muss zuerst beim Beastmaster noch Attack Speed für die Ranken holen. Also da einfach so weit machen. Ich denke, ich tue gar noch nicht auf Schaman skillen, weil die späteren Nutzen auch nicht so stark. Schamane ist eigentlich einer der am schlechtesten, ja, eigentlich einer der schlechtesten Masters. Das liegt unter anderem einfach daran, dass es kaum Defensive hat. Wir müssen wirklich über die Healing-Toten dann Defensive holen. Und dass wenn ihr die zum Beispiel eine Skill, also ein Skillpunkt ist so, wenn ihr einen mindestens platziert habt, habt ihr mehr Resistenzen. Ich glaube Armor auch noch. Und das war das. Genau. Und der ist sehr spät, also den müssten wir eigentlich relativ schnell holen können. Nur eben, ich brauche die Notes zuerst beim Beastmaster. Also anfangs müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Sachen ausweichen können. Ich weiß nicht, ob ich doch lieber Romanes gehen soll. Ja, ich finde, es ist eigentlich nötig. Weil jetzt Nahkampfangriffe auch nicht so sind, können wir beim Beastmaster auch nicht diesen Aspect of the Boar nehmen. Wildsau. Ja. So, bald haben wir hier auch. Erst dauert noch 5 Punkte, okay. Ja, nicht 4 Punkte. Wie ist gut abgebrochen worden.
Haben wir nicht Skillpunkt noch bekommen? Ja. Return to Sea, haben wir das vergessen? Okay, wir sind gar nicht zurückgegangen. Kann das sein? Da müssen wir nochmals zurücklaufen, sorry. Ja. So, Skillpunkt haben wir jetzt. So, also eben diese Note müsst ihr auch komplett machen. Also wenn ihr Last Epoch mal Lust habt zu spielen, macht am besten diesen Bild. Der ist jetzt so easy. Sind schnell nach oben gekommen. Wir haben eigentlich immer genügend Schaden und seid trotzdem mega tanky. Und das macht natürlich schon sehr viel Nerven. ersparen. Viele Builds sind halt einfach momentan in so einem Level halt zu squishen. Aber eben so ein Multi-Strike-Build, der wird wahrscheinlich sehr viel Schaden bekommen. Außer ihr habt eben eine Skillung, wie zum Beispiel Shade-Skillung, die ich wahrscheinlich auch nehmen tue. Zweihandwaffen sind sowieso nicht gerade sehr gut balanciert. Cool wäre natürlich auch Multistrike in Freight Knight, aber der hat zu wenig Defensive, deshalb nimmt man den Paladin eigentlich oder den Forge Knight eher. Hier kann man sehr gut leveln, deshalb mache ich hier alles in diesem Gebiet. Das kann ja eigentlich direkt immer nach Nordwesten gehen. Wenn ihr Lust habt, einfach schneller zu leveln, macht dieses Gebiet komplett, weil die Zombies, die bringen sehr viel Erfahrung. Und dauern jetzt auch nicht so lange zu besiegen. Dann machen sie keinen Schaden. Bis sie zu uns kommen, haben wir sie schon lange besiegt. Ja, Zombies sind eigentlich in jedem Game einfach einer der einfachsten Gegner. Das war ein Left 4 Dead oder so. Bei Dead by Daylight. Ja, bei DayZ. Ja, ich kann das Spiel einfach nicht sehr gut. Weil die Server sind immer sehr unbalanciert. Also die meisten Sachen sind gelootet ständig. Und man verhungert dann eher, als man irgendwie von Zombies erledigt wird. Oder von anderen Spielern, halt, wie man ständig erledigt wird. Finde ich das Spiel eigentlich nicht gut. Ich habe es mal geleistet in längerer Zeit. Aber die Spieler haben nicht, also die Zuschauer haben gar nicht so Lust gehabt zuzuschauen. Es eben auch dauert, bis man wirklich auch super ist. Da braucht man einfach wissen, wie man die Steuerung nutzt. Also. Weil viele Sachen sind einfach auf sehr vielen Dingen verteilt. Buttons. Aber scheinbar ist es relativ gut geworden, das Spiel. Es hat ein MMORPG, also eigentlich schon ziemlich MMORPG. Also Rollenspiele nicht viel, aber ich meine einfach. Ja. Es ist nicht Battle Royale, es ist eigentlich auch nicht direkt ein Ego-Shooter. Es ist ein Taktik-Action-Spiel einfach, ohne jetzt unbedingt sehr viel Geschieße. Ja, eigentlich optimal für mich, aber der Survival-Aspekt ist schon ein bisschen nervig. Die ganze Zeit ösen, immer ösen. Ja.
Also dann zum nächsten Gebiet, eines meiner Lieblingsgebiete, was einfach geradlinig ist. Also jetzt am Anfang noch nicht so. Ja, diese sind ein bisschen angstaddig, diese Käfer, die sterben sogar zu zweit, zu dritt. Also sie teilen sich in zwei andere auf durch einen Monster-Mod, rare Mod. Sehr schön, wie die schnell kaputt gingen. Die sind einfach mega stark. Ja, das ist so geil. Jupp, jupp. Soll ich große Ranken machen? Also Cooldown ist leider sehr gering. Ah nein, das sind nicht große Ranken, das ist ein anderes Skill. Also da macht die Ranken irgendwie nicht einfach stärker. Ah, oh, taucht er wieder auf. Das ist einer der nervigsten Monster-Mods. Weil es einfach zu lange dauert. Okay, wir haben ja zwei neuen Slots. Die könnten wir dann noch holen. Ah, drei auf einmal. Ja, das ist sehr gut. Und um die Hälfte erhöht der Cooldown, ist jetzt nicht so schlimm. Sehr gut. Also, das wird ja sehr stark sein. Hier eben die Skelette zuerst gehen und dann killen und danach hier noch die Truhe mitnehmen. Und das ist eine der Truhen, die nie Elder Scrolls drin hat. Ich tue jetzt mal kurz die austauschen. Bisschen nervig, da immer ganz rechts zu drücken. Ja, jetzt tue ich natürlich den falschen Knopf. Da muss ich mich wieder angewöhnen. Also, Tante Totem ist auch so sehr stark. Aber auch weil der Stab natürlich sehr viel Minimum Damage, Spell Damage gibt. Ja, sehr, sehr gut. Also öfters einsetzen, bitte drauf. Ja, proc'tert auch sehr schnell. Schaden pro Blitz ist nicht so hoch. Aber ich glaube, es macht auch ein bisschen AOE-Schaden, ja. Auch sehr minim. Und die Reichweite ist sehr hoch von diesem Toten. Schön ausgewichen, den Flame Reef. So, ja, flüssig. So ein flüssiger Bild macht immer sehr viel Spaß für mich. Also ich brauche eben diesen Schwierigkeitsgrad nicht unbedingt. Also mir ist es egal, ob das Spiel momentan sehr leicht ist oder sehr schwer. Ich schaue nicht auf den Schwierigkeitsgrad, sondern auf den Spaß. Und ja, wenn ich OP bin, dann habe ich irgendwie mehr Spaß. Wenn weiß ich sie nicht unbedingt brauche. Viele Spiele machen sich immer sehr viel Mühe. Ja, das Spiel muss immer sehr, sehr schwer sein und so. Nee. Den Anspruch habe ich überhaupt nicht. Aber natürlich habe ich es schon gerne, wenn ich natürlich ein sehr schweres Spiel habe. Ein bisschen denken muss. Bisschen auch etwas aushalten muss und so. Bisschen Intelligenz braucht beim Skin. Und trotz Guide muss man natürlich schon schauen, dass man da alles gut machen kann. Ja, ich wusste es immer vor der Dreadnought, wenn man dieses Level erreicht. Das ist sehr gut gemacht, dass die Gegner natürlich dann unterleveliger gar nicht mehr so viel Erfahrung geben.
am Dinosaur relativ in diesem Level hier vor der Dreadnought vorbei. Also vorbei, nein, man geht ja in die Dreadnought. Auch eines der coolen Levels. Die Gegner sind aber ein bisschen nervig dort, dass die Schildkröten auf der Dreadnought dann sind ein bisschen zu oft vorhanden. So, weil das jetzt so schnell geht, bin ich erfreut, dass es eben jetzt gerade sehr schnell vorwärts geht. Ah, richtig geil. Blödes Mikrofon, ey. Einfach im Weg stehen beim Kratzen. Ja, ich habe meistens einfach die Stirn völlig trocken. Okay, ein bisschen zu nah gewesen. Das habe ich so gesehen. Ja, die Gegner sind natürlich jetzt wieder einen Schritt stärker geworden. So. Ja, können die Geschosse ablocken mit dem Totem. Jetzt leider der erste nicht gerade so gut platziert gewesen und der zweite gut. Und ja, sobald wir eigentlich die Kampagne fertig haben, sind natürlich die Maps deutlich schwieriger. Eigentlich sehr viel schwieriger. Ja. Ja, einfach durchlaufen. Die Objekte hier, die droppen nie was Gutes. Kisten vor allem. Mir gefallen einfach die Drops nicht. Also einfach hier durchlaufen. Auf die Drops müsst ihr nicht so schauen. Ist glaube ich bald, ja noch nicht so schnell. Springform da. Nehmen wir noch den Schrein hier mit. Ja, aber die brauche ich nicht. Ich kräfte noch so viel wenig. Nicht so viel. Ich will einfach die Items manchmal auch nicht verschandeln, weil ich sie oft eben zu schnell wieder ablege. Und deshalb brauche ich es meistens nicht. Ich nutze sowieso immer sehr viele Unix. Also einfach diese Ringe vor allem sind schon immer lange an mir dran. Sie sogar noch ein Totem mehr platzieren. Das ist natürlich in diesem Beet schon sehr, sehr viel mehr noch. Ja, wir bekommen ja Schaden durch die Totemsippe für Spikes. So, jetzt haben wir gleich. So.
Spring vor. Jetzt haben wir aber noch nichts. Ja, wir müssen eigentlich das wieder specken. Erster Level 35 ist natürlich noch Ding. Also Ice Spikes brauchen wir jetzt nicht mehr. Und hier muss ich zuerst eigentlich das hier screen. Additional Vines. Eigentlich muss ich sofort auf Wein gehen. So, Dornen. Und jetzt eigentlich nächste Punkt hier. Okay, sehr gut. Und ja, jetzt nehmen wir einfach nicht, ja. Some to spring. Wie schießt man jetzt die da? Hallo. Etwas falsch. Ist nicht some spring, es ist some spring form. Ah. Ach komm, ich sehe das halt nie richtig gut. Da. Okay, der Cooldown ist richtig groß. Da müsst ihr einfach nicht gerade während dem Kämpfen umskillen oder einfach unten umswitchen. So, bitte, bitte. Also in Diablo 2 war das viel, viel besser gelöst. Wow. Voll geile Anzahl. Nice. Stopp, das ist. So. Direkt Gebiet verlassen. Und jetzt haben wir die Zeit, um zusammenspringen. Jetzt habe ich 12 Mana, jetzt machen wir das mal weg. So, jetzt müssen wir kurz warten, die Katze wieder. So, lala, ja. Ja, die Dorn-Dodens machen natürlich auch sehr viel Schaden noch. So, jetzt. Sehr gut. Wow. Schade, einfach kosten sie noch zu viel Mana. Ja, jetzt müssen wir irgendwie das noch zuerst schaffen, dass wir Mana bekommen. Und deshalb muss ich da noch etwas anders gehen. Vielleicht nochmal umskillen. Aber ich brauche unbedingt die Helen-Totems. Das müssen wir noch uns anschauen. Ja, das müssen wir jetzt uns anschauen. So. Das geht natürlich nicht so gut. Wir müssen hier 2 Punkte, 1 Punkt und 4 Punkte einsetzen. Ja, 2 Punkte brauchen wir mindestens. Ich muss das umskillen, das geht ja gar nicht. Wir brauchen einfach viel zu viel Mana. Also Respekt. Eigentlich alles bis zum Turn schießen. Also auf jeden Fall hier den Punkt weg. Ja, ich muss ihn entfernen. Geht ja nicht anders. Ach, komplett eigentlich weg. Ja, einen Punkt lasse ich. So. 2 Punkte hier, ein Punkt hier, ein Punkt hier. Ja.
Ja. Genau. So, also. Unbedingt verwandeln. Genau, das ist richtig. Ist einfach falsch, also Rückverwandlung bitte auf die andere Taste, auf die vierte Taste. Ist einfach falsch, ich habe mich zurückverwandelt, weil der Knopf auf der 3 liegt. Kann man doch auch machen, dass die automatisch irgendwie beschworen werden. Aber wie war denn das? Nicht mehr. So, jetzt ist doch der Boss gleich. Ja, Mana-Probleme haben wir halt einfach. Ja, das macht wirklich nicht viel Schaden. Uiuiui, der Boss, der ist echt schwer jetzt. Wir waren vorher sterben. Nee, eigentlich der Boss ist gar nicht so schwer. Er dauert einfach noch ein bisschen länger. Bis wir die Feinde einfach stärker gemacht haben. Easy peasy, ich habe mich sogar wieder zurückgewandelt. Ja, ich muss nur dieses Ding, die Vines hinplatziert werden bei einem Boss und dann könnt ihr euch wieder zurückverwandeln, damit ihr wieder Torn-Totems platzieren könnt. Also ihr seid dann stärker. Sehr gut. Also, dann gehen wir noch kurz. Also hier sind wir fertig. Jetzt müssen wir eigentlich auf Schaman. Und hier müssen wir noch kurz schauen, wie wir es gehen müssen. Ah, das sind immer mehrere Fenster, die man schließen muss. Passive und Schaman. Also zuerst unten Minion Damage. Ja, ist natürlich besser. Oder Penetration. Ich glaube, ich tue abwechselnd Skill. Ja, und Blitzschaden und so muss ich gar nicht so ein Ding skillen. Also die zwei und die. 5, glaube ich. Ja. Und die 8. Okay. Also ein auf 5. Ja, das ist besser. Und dann hier 8 Punkte. Sehr gut. Penetration ist dort auch sehr wichtig. Und Atonement bringt 4% und der untere 5%. Das ist gar nicht so gut. So, ja, sollten wir eigentlich auf mehr Totems gehen? Ich möchte aber gerne jetzt einfach mal zuerst noch hier durchgehen. Mindestens Razor Vines mitnehmen. Weil die Nahkampfangriffe, die haben halt zu wenig AOE. Deshalb müssen wir jetzt zuerst Razor Vines mitnehmen. Dann aber alle Punkte hier hinsetzen und dann erst hier und dann hier. Genau. Ja, oder die unter der Schaden zuerst wieder einen Punkt reintun, ja. Dann, Dankeschön fürs Zusehen. Ja, ich mache mir jetzt noch Pause, bis das Asthma wieder weniger wird. Und danach tue ich noch ein Skyrim, den ersten Skyrim-Part, Millennium Edition, hochladen. Also aufnehmen, dann hochladen. Und heute beginnt auch noch Minecraft auf dem Isaldi-Server. Auch Rollenspiel. Bis dann. Tschüss.